Hallo, ich bin Neu und wir machen heute was ganz Neues. Wir bereiten heute Pelmeni zu. Als erstes bereiten wir den Teig vor. Für den Teig brauchen wir ein Glas warmes Wasser. Dazu ein Teelöffelchen Salz. Ein Ei. Ein Esslöffel Öl. Einmal umrühren. Und dann geben wir nach und nach etwas Mehl hinzu, bis wir das Verhältnis ungefähr 3 zu 1 haben. Und wenn der Teig immer noch klebrig ist, geben wir etwas Mehl hinzu. Und verrühren das weiter. Sobald der Teig nicht mehr so klebrig ist, können wir übergehen und ihn kleben. Unter Umständen noch etwas mehr hinzugeben, denn der Teig muss weich und elastisch werden, aber nicht kleben. Tada! Sobald unser Teig fertig ist, nehmen wir eine Plastiktüte, wickeln den Teig ein und lassen den ungefähr eine halbe Stunde ruhen. Nur Teig im Kopf. Nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Jetzt befreien wir aber den wirklichen Teig. Und schneiden uns zwei Stücke ab. Den Rest können wir wieder erstmal in die Tüte packen. Diese zwei Hälften rollen wir aus. Bis wir eine gleichmäßige große Fläche haben. Wenn das nicht ein perfekter Kreis ist, weiß ich auch nicht weiter. Als nächstes brauchen wir unsere Pelmeni-Form. Diese ölen wir erstmal ein. Durch das Öl verhindern wir, dass am Ende der Teig zu sehr an der Form kleben bleibt. Nun legen wir unseren Teig über die Form. Jetzt brauchen wir Hackfleisch. Ich habe da mal was vorbereitet. Das Hackfleisch kneten wir auch einmal durch. Und jetzt können wir kleine Hackfleischbällchen bilden und diese in die Form stopfen. Und nun rollen wir den zweiten Ball aus. Und die zweite Teigschicht kommt oben drüber. Und jetzt gehen wir mit Nudelholz einmal rüber und pressen unsere Pelmeni in die Teigform.
Luft sollte natürlich nicht mit dabei sein. Nun entfernen wir den überschüssigen Teig und können anfangen, unsere Pelmeni langsam rauszutrennen. Weiter geht's mit den nächsten Flammen. Einmal Teig rüber und ausrollen. Hier wieder den Rand entfernen. Tada! Und schon haben wir unsere zweite Charge fertig. Und wie immer, Übung macht den Meister. Weiter geht's. Im nächsten Schritt nehmen wir einen Kochtopf halb voll mit Wasser, salzen es und fügen ein paar Lorbeerblätter hinzu. Etwas Pfeffer hinzu. Sobald das Wasser kocht, können auch unsere Pelmeni rein. Jetzt lassen wir die ungefähr 10 Minuten kochen und ab und zu rühren wir auch noch ein bisschen durch. So, und nun können wir die Kleinen rausfischen. Ich denke, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Und jetzt lassen wir die uns schmecken.